Hallo Modellbahner oder auch Nicht-Modellbahner. Ja, nach knapp 2 Monaten melde ich mich auch mal wieder mit einem Video. Nicht, dass ich keine Lust gehabt hätte auf Modellbahnen, aber es war einfach keine Zeit. Andere Dinge waren leider wichtiger. Mittlerweile geht es Richtung Weihnachten. Es wird etwas ruhiger. Und so kam dann auch das heutige Video zustande. Ich möchte euch in dem Video mal meinen Kittel zeigen. Das ist dieser Dampftriebwagen von Arnold. Ich mag ja diese kleinen Teile hier, so ein Schienenbus oder auch ein Glaskasten. Deshalb sieht man nachher im Fahrvideo auch in den Glaskasten nochmal. Aber im Wesentlichen will ich euch mal diesen Kittel hier zeigen, weil das ist ein tolles Modell, was man in diversen Videos viel zu selten mal gezeigt kriegt oder zu sehen bekommt. Diesen Kittel habe ich aus dem eBay irgendwann mal vor ein paar Wochen gekauft. Das Modell hatte einen Motorschaden und in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte ich, naja, okay, gehst halt dann auf die Suche und kaufst einen Austauschmotor dafür. Nein, für dieses Modell gibt es keinen. Es gab über Wochen hinweg keinen Motor für dieses Modell. Ich weiß, es gibt Umbausätze für einen Glockenankermotor, aber das will ich nicht, weil wenn ich so ein Modell instand setze, dann verwende ich immer Originalteile vom Hersteller. Und so musste ich mir jetzt für dieses Modell einen zweiten Kittel kaufen. Ich habe den Motor ausgebaut und habe den hier in dieses grüne Version eingebaut. Ja, guckt es euch dann einfach an im Fahrvideo. Dann in der Halloween-Nacht ging es hier natürlich rund um die Villa Vampir heiß her. Habe ich ein paar Aufnahmen gemacht, die habe ich vor dem Fahrvideo mal vorgeschaltet. Guckt es euch einfach an. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, viel Spaß beim Zusehen. Thank you.
noch nicht zu. Jojo, die gehen hier immer spät zu.